Moin Moin, herzlich willkommen zum Operation Flashpoint Resistance Let's Play. Ja, nun sind wir in Mission 5, Streit. Und in der letzten Mission haben wir hier im Bergpass einen sowjetischen Konvoi überfallen und die dort erbeuteten Waffen haben wir hier in unser Lager gebracht. Ja, aber es waren nur ein paar Gewehre und ein bisschen Sprengstoff, RPGs und sowas, aber das langt ja bei weitem nicht aus, um die Sowjets wirklich was entgegenzusetzen, und deswegen brauchen wir Panzer. Ja, genau. Mehr Feuerkraft quasi. Und um diese Panzer zu kriegen, werden wir hier heute dieses Lager bei Trotzki überfallen. Dort haben die instandgesetzte Panzer stationiert. Ja, das Gute ist, die werden im Moment nicht besonders stark bewacht, weil die meisten Wachen und Panzerbesatzungen und sowas hier oben in diesem Lager bei der Burgruine feiern, irgend so ein Fest. Und das kommt uns natürlich ganz zugute. Da können wir die alle auf einmal hier erwischen. Und dann bleiben hier unten nur noch ein paar Wachen über, die wir dann ausschalten müssen. Ja, und da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können dann am Anfang der Mission über das Aktionsmenü entscheiden, ob wir Plan A oder Plan B machen. Also Plan A wäre, wir infiltrieren die ganze Basis, also hier das, das ist alleine, ohne unsere Kollegen. Oder Plan B, wir greifen gemeinsam die beiden Punkte hier an und schalten die Wachen aus und krallen uns die Panzer. Ja, denn wenn wir das erledigt haben, können wir über den Funk, über Ruf Alpha 001, nochmal Verstärkung rufen. Von hier hinten. Das ist dieser blaue Kreis. Ja, wenn wir die alleine infiltrieren, die Basis, dann werden unsere Kameraden hier hinlaufen, auch sich mit unserer Verstärkung treffen. Und wenn wir die dann rufen, die Verstärkung, dann kommen die auch mit an. Ja. Hier steht noch über der Basis befindet sich halt diese Burg. Und wenn wir da Aufsehen erregen, dann werden die garantiert einschreiten, also von da oben runterkommen. Also erstmal ausschalten am besten. Ja, und dann sollen wir die Panzerfahrzeuge am besten noch reparieren und bewaffnen. Und wenn die Sowjets angreifen, sollen wir sie alle töten. Okay, danach sollen wir hier in die Berge fliehen. Genau, nach Mok Mokropski, genau. Okay, dann noch die Notizen. Wir werden jeden Tag mehr und zumindest haben wir jetzt genug Waffen. Das mit der Munition ist eine andere Sache. Die Sowjets sind uns mit allen ihren Panzerfahrzeugen natürlich noch immer stark überlegen. Heute beim Morgengrauen wollen wir zu einer nahegelegenen sowjetischen Basis bei den Ruinen einer alten Burg aufbrechen. Wir haben Informationen erhalten, dass die Sowjets dort etliche Panzer haben, die gerade erst repariert wurden. Alle Wachen halten sich angeblich in der Burg auf und besaufen sich. Sie feiern einen Festtag oder so. Abgesehen von den Wachen gibt es noch wesentlich mehr feindliche Einheiten am Zielort. Deswegen sind die Panzer vermutlich auch so schlecht bewacht. Wer würde schon wagen, direkt gegen so eine Armee vorzugehen? Dennoch, stille Wasser sind tief. Ja, also trotzdem Vorsicht. Wer weiß, wenn man das jetzt angreift, ob die nicht noch Unterstützung rufen oder so. Ja, da sehen wir jetzt hier AK-74 mit Granaten. Das haben wir in der letzten Mission aufgehoben und haben es immer noch. Und hier, das haben wir in den LKW gepackt. Also die Waffen, die wir aufsammeln und mitnehmen quasi am Ende der Mission, die haben wir dann zur Auswahl. So, was brauche ich denn nochmal? Brauche ich sowas? Nee. Dafür möchte ich gerne Granaten mitnehmen. Granate, zack. So. Ein paar Nachtsichtgeräte besorgen. Oder bestimmt die ganze Panzerbesatzung. So, der kann auch so bleiben. Ja, sieht gut aus. Okay.
Dann würde ich mal sagen, krallen wir uns ein paar Panzer. Auf geht's. So, da sind wir schon. Okay, Jungs, alles klar bei euch? Gut. Ich entscheide mich für Plan A, dass ich das Ganze alleine All units, rotiere. we're proceeding with Plan A. Get into position and wait for my orders. Out. Okay, halb acht haben wir. Sechs morgens. Halb 6 Uhr morgens. So, die Richtung stimmt schon. Die Jungs laufen jetzt hier los und treffen sich hier mit meiner Verstärkung. Und ich gehe dann mal hoch zu der Burgruine und schalte die ganzen Wachen aus. So, hier schick hochlaufen. Boah, muss mir echt Nachtsichtgeräte besorgen. Dieser Mission hier. Ja, ist schon dieses, sag mal, Ausrüstungseinsammeln ist schon ziemlich wichtig in der Kampagne hier. Damit man mal ein bisschen was Vernünftiges am Mann kriegt hier. So. So, man muss vorsichtig sein hier. Hier noch irgendwelche Wachen rumlaufen. Hier auch schon Musik. Wodka. Hallo? Ah, er will mehr Wodka. Okay. Die Jungs saufen sich hier die Hucke voll. Hoffentlich schießen die dann auch so. Oder vielleicht schießen die ja, wenn die betrunken sind, besser. Oh oh. Ha. So, diese Alibi-Palette hier, die hier liegt, die kann man nehmen, um da hoch zu rüber zu kommen, quasi in die Burgruine. So, aber ich habe einen anderen Plan. Mein Plan ist anders. Wie ist er anders? Ich will hier hinten links. Oh, vorsichtig, hinpacken, genau. So, von hier aus können wir schon mal einen kleinen Blick riskieren. Was haben wir denn da? Ein BMP mit einer Wache, wahrscheinlich, ja, Panzer. Panzerbesatzung. Da unten zwei Mann, wahrscheinlich drei Mann. Patrouille. T-72. Da noch ein Panzer, T-72, T-72, T-80, ein paar Patrouillen. Oh, und da die Versorgungs-LKWs. Okay, da unten ist nicht viel los auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Hinpacken hier. Ey. So. Oh. Ihr seht mich doch wohl nicht jetzt, oder? Na komm, geht weiter. Immer weiter, folgt euren Offizier da. Da hinten laufen noch zwei Experten rum. So, okay, da ist ein Zelt. Ui. Da haben wir die ganze Panzerbesatzung. So, nehmen wir mal hier diesen schicken Granatwerfer. Dass wir einigermaßen zielen. Jo, das war schon mal ganz gut.
Müssen wir nur sehen, dass wir die Panzerbesatzung ausschalten. Nicht, dass wir noch irgendwelche abhauen und in die Panzer steigen. Ah, scheiße! Oh, Mann! Der Plan war doch so gut. Schon. Nachladen. Muss die alle erwischen, Na, von wo kommt noch einer? Oh, stimmt noch nicht alles. Da. Da. Und da. Na komm schon. Ah, so jetzt hier. Da läuft noch einer. Ach, nachladen. Komm schon. Verdammt. Okay, hab ihn. Super. Listen. Oh, listen once more to the sweet, sweet words of your beloved Tasmanian devil. The Russians, showing a characteristic lack of imaginations, are once more sending tanks against you. But, you know, this time they're coming on strong. So make sure you're ready for them. They're on their way from the south. End of transmission. Yeehaw! Alles klar, also die Russen schicken noch Panzer. Und schicken die noch? Oh. Bisschen Infanterieunterstützung hier. Ja, was springen die denn da so hin ab, ey? Ich guck doch mal lieber hier rüber. Da hinten laufen noch zwei Gesteine rum. Komm schon, ich krieg dich. So, die Panzer haben sie aber noch nicht irgendwie irgendeiner eingestiegen. Ne, sieht noch ganz gut aus. Auch Munition. Lebt da noch einer? Tatsächlich, da lebt noch einer. Oh. Lassen Sie da hinten abspringen. Okay.
So, hier war noch einer. Zack. Erledigt. Oh, er hat seinen Suchscheinwerfer angemacht. Wie geil. Ah, da kommen die beiden Dödels angelaufen. So. Der eine lebt noch. Na komm schon. Okay, da kommen die angelaufen. Die eben auch gesprungen sind. Okay, drei ausgeschaltet. AK-Magazin aufnehmen. Magazin, Magazin. Und speichern. Da hinten kriege ich noch einer. Nachladen. Toll, wo packt er sich denn jetzt hier wieder hin? Ich höre schon die Panzer anrollen. Da kommt er angelaufen. Okay, hab ihn. Ja, muss ich mir irgendwie mal ein bisschen was zur Panzerabwehr besorgen. Wow. Das kam auch von hier vorne irgendwo. Puh. Wow. Irgendwo da vorne sind die. Wo ist der? Was ist er denn jetzt hier? Da hinten oder nicht? Ne, ist nur so. Da. Ja, hier nicht auf mich schießen. Ist nicht. Ui, das war aber knapp wieder. Da vorne liegt eine RPG. Das schnappe ich mir jetzt mal hier. RPG aufnehmen. So. Ausrüstung. Hinlegen, hinlegen, hinlegen. Da vorne laufen noch so zwei Experten rum. So, da liefen zwei Experten rum. Aber ich brauche noch Munition, brauche ich noch ein bisschen. Gib mir noch mal ein paar Magazine hier, was du noch hast. Genau. So. Lebt da noch irgendeine Wache? Auf jeden Fall kommen hier Panzerfahrzeuge angefahren. Was können wir da schon mal mitnehmen? Nachtsichtbrille. So, dann laufe ich mal jetzt hier rüber. Irgendwo hier hinten sind die Panzerfahrzeuge, die vom tasmanischen Teufel berichtet.
Die versuche ich jetzt mal auszuschalten. Hoffe nur, die entdecken nicht meine Leute. Wäre schon ziemlich scheiße. Okay, da vorne kommt schon eins. Da. T-72 und ein BMP, okay. Na, du kleiner T-72, komm, fahr vorbei. No. Guck mich nicht so an, fahr weiter. Gute Entscheidung. Ja, komm. Psst, psst, weiter. Ja, noch ein bisschen. Überleg nicht eine halbe Stunde, ob du was siehst oder nicht. Du siehst nämlich nichts. So, kleiner BMP. Dich werde ich gleich mal als erstes ausschalten irgendwie. Da ist der T-72. Wow, so. Schnappe ich mir mal den als erstes den BMP. So. Nachladen. Gewehr wieder. Den da mir so Highspeed runtergefahren. Wow! Das hat ihn zerfetzt. Das können wir speichern. Ja, beide erledigt. Ja, super. Geile Sache. So, können wir hier gleich mal ein bisschen Munition schnurren. So. Ja, und dann kann ich die Verstärkung rufen. Zack. All units, move out! Repeat! Move, move, move! Und dann haben wir es soweit geschafft. Geschafft. Na, der hat auch noch was für mich hier. Zack. Kein Mann verloren. Zwei Panzer noch zerstört. Aber wir können uns noch einen Haufen Munition hier schnorren von denen. Na, was bist du für einer? Boah. Der hat's aber auch erledigt, ey. Der hat ja gar kein Gesicht mehr. Oh, da kommen die Jungs. Hier drüben. Hier. So. 10 Leute. So. Ausrüstung ein bisschen gucken. Roger. Two waiting. So, Roger. Granaten weg. Two waiting.
Roger. Two, ready. Roger. Two, ja, das Problem ist, wenn ich dir jetzt hier eine RPG aufnehmen lasse, dann bringt er zwei Handgranaten weg, aber nimmt nur eine RPG auf. Und wenn er sagt, noch eine aufnehmen, dann kann es sein, dass er dann auch irgendwann Handgranaten behält und dafür normale Munition wegpackt. Und wenn er die Handgranaten wegschmeißt, dann nimmt er nur die Munition auf und nicht keine normalen Magazine fürs Gewehr weg. Liegen nur die Handgranatenpakete. Ist ein bisschen nervig. Roger. Five, ready. Roger. Ten, waiting. Roger. So. Ten, waiting. Drei. Roger. Anderes Gewehr. Ten, ready. Roger. So. Ready. Roger. Ten, waiting. Roger. Ten, waiting. Roger. Two, waiting. Sind die Spitzen jetzt vorhin abgesprungen, wie ich das richtig gesehen habe? Ja. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, natürlich dieses Zusammensuchen jetzt von der Ausrüstung. Hier meine ich doch. Da, genau. Genau, und da das Bitzon möchte ich haben. Sowas möchte ich gerne haben. Ein paar Stück, weil die haben nämlich einen Schalldämpfer drauf. Und sowas können wir garantiert nochmal gebrauchen in späteren Missionen. So, darum hier 9 aufnehmen. So, der hat noch eine Handgranate bekommen wird. Und 6 auch. Bitzen aufnehmen. So, und ja, das mit Granate möchte ich eigentlich behalten, das Gewehr. Und 6 von mir aus auch noch. Aber nicht noch irgendwo ein Bitzon rumliegen. Da mal gucken. Okay, dann kann sie 10 nochmal RPG-Werfer aufnehmen. Und 5 auch. Genau. Übrigens, da habe ich, weiß nicht, bei Mission 3. Da war ja auch ein bisschen viel Ausrüstung zusammen sammeln. Da habe ich 2 Daumen runter gekriegt. Mich würde mal interessieren, ob das daran lag, an diesen Ausrüstungszusammensuchen, sage ich mal jetzt. Oder, nein. Würde mich mal interessieren, das könnt ihr mal als Kommentar schreiben, ob euch das so langweilig ist, dieses quasi Ausrüsten hier. Aber, hier, seht ihr, jetzt hat er 3 aufgenommen, wenn man die Handgranaten wegpackt. Aber das muss sein, damit man hier in der Kampagne vernünftig Ausrüstung kriegt. Aber trotzdem würde mich das mal interessieren, ob euch das eventuell zu langweilig ist. Zehn RPG aufnehmen. So, haben wir noch eine... Können wir noch was aufnehmen, Bitzon? Ne, dachte der doch noch was, hat der. Ah ne. Akazu, okay. Ja, schreibt mir das mal bitte als Kommentar, ob euch das langweilig ist. Und die Leute, die den Daumen runter machen deswegen, sollen nochmal schreiben, warum. Nicht einfach nur Daumen runter. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da kann man das auch nicht besser machen. Wenn man denn keinen Kommentar schreibt, warum das so ist. So, und 7 kann man ein paar Verzögerungsminen aufnehmen. Zwei noch nicht. Roger. Two, waiting. Two, take magazine from Spetsnaz. 7 o'clock. Four, ready. Roger. Ten, take magazine from Truck. 9 o'clock. 4 ist voll. 2 Verzögerungsmiede. Roger.
2, ready. So. Und ich mache hier erstmal nochmal einen Cut und wir sehen uns gleich in der nächsten Mission, im nächsten Part wieder. Bis gleich.